Flammenwerfer ist nicht so gut. Ich muss viel zu nah an die Gegner heran und dann hat er irgendwie nur so eine Aufladerate, bis ich irgendwie damit feuern kann. Und dann weiß, macht ja nicht so viel Schaden, ey. Für einen solchen Spucker braucht er ein ganzes Magazin oder so. Ja. Naja, da schieße ich den lieber ins Gesicht mit meinen Elektrodingen. Ich weiß, das machen viele. Ich weiß nicht, ob ich da schon rausgeflogen bin, aber ich benutze jetzt mal einen anderen Booster, den mit Ausdauer. Da habe ich gesehen. Okay. Weiß noch nicht, was das. Wir wollen nicht, da haben wir höhere Ausdauer. Oh ja, aber schon wieder Nebel. Okay, oh, sorry. Ich hab direkt neben dir geworfen. Ja, macht nix. Wir sind hier in so einem scheißen Nebelfeld, das gefällt mir überhaupt. Ups, das ist eine Granate. Weg da, Daniel. Was? Aber ich höre irgendwas schon. Das ist eine Höllenbombe. bleib mal weg lieber. Oder war das ein Höllenpott? Ne, Höllenbombe. Alles klar. Okay. Hey, was geht da? Ja, okay, die 5 Minuten, die tue ich jetzt nicht auch noch mit in den Part reinpacken. Wir haben gerade kurz, ich habe die Feuerwaffen aus. Oh Gott. Ich habe die Feuerwaffen ausprobiert, war nicht so mein Fall. Oh, weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das ein Nest ist oder Pilze, aber ich schieß mal drauf. Wo siehst du was? Da. Ich hab das markiert, da leuchtet irgendwas. Ich weiß nicht, ob das so ein Speier ist oder ob das so ein Nest ist. Aber irgendwas ist da. Was denn? Hier ist ein Loch. Warum? Da bloß nicht rein. Dieses Loch ist für mich gemacht. Oh Gott. Also jemals Junji Ito irgendwie gelesen hat. Was? Junji Ito. Ja, ja. Was ist das? Das ist so dieser berühmte Horror-Manga-Autor. Okay, ja, das sagt mir nix. Okay, oh, sehr gut. Gott, ich brauch gleich schon. Komm zu dir, Daniel. Okay, oh Gott, weißt du was? Wenn ich mal nicht angeschossen werde. Das wollte ich jetzt nicht, fuck. Gott, oh Gott, wir schießen hier die Kleinen. Geh mal weg von mir, Kollege. Gott, nein. Lass mich erstmal hier rein. Alter, jetzt geh doch mal drauf. Oh Gott. Hey. Oh mein Gott. Da kommt schon direkt der nächste. Das war gut. Sind jetzt nicht so viele Leute. Nebelfeld aber irgendwie nicht besser geworden. Nee, irgendwie nicht. Ne? Da ist ja bestimmt noch einer irgendwo. Ja, aua. Wenn du Nachschub spawnen könntest, das wäre super. Aber ich habe keine Spritzen mehr. Ich auch nicht. Ich bin zwar gerade hier in Sicherheit, aber ich könnte noch sicherer sein. Guck mal, ob ich den Pilz irgendwo hier sehe. Gegner, wo? Oh. Da. Ah, da sind diese Fernkampf. Spucker. Okay, gegen die Viecher kann ich wenigstens meine MG hier benutzen. Ja, das stimmt. Ah, hol ich mal kurz. Okay, ich soll vielleicht mal markieren, wo wir hin müssen. Wir müssen jetzt habe ich während ich auf der Karte bin wieder Ding geöffnet. Gehen wir dahin. Nein, ich wollte nicht. Boah, man sollte nicht in der Lage sein, die Spritzen zu benutzen, so wenn man auf der Karte ist. Ich bin so auf eine Spritze benutzt, während ich auf der Karte irgendwas markieren wollte oder so.
beschweren, warum kann man keine Spitze benutzen, wenn man auf der Karte ist? Da ist etwas. Ah ja, was geht? Und leider, ich höre noch welche. Ist Munition. Oh, Spritzen. So. Wo seid ihr? Ich höre euch. Ich sehe euch nicht. Oh Gott. Nein. Na. Warte mal, sind das hier nicht? Sind diese leeren Dinger hier? Sie leeren Dinger hier am Boden. Ich sehe überhaupt gar nicht alle. Was? Kann man die nicht mehr töten? Okay, das ist irgendwie blöd gerade. Was? Was denn? Ich kann die irgendwie nicht mehr in den Kopf schießen, diese Spucker. Sind die jetzt irgendwie fett gepanzert am Kopf? Meine Waffe, die macht keinen Schaden mehr. Ja, nicht. Ja, da kommt jetzt dieses Symbol, dass die gepanzert sind am Kopf. Das ist irgendwie scheiße. Man schießt ja doch in ihre Wampe. Oh Gott. Ja, dann nehmen die aber noch weniger Schaden, ey. Da geht die ja nie drauf. Das ist jetzt irgendwie kacke, Leute. Warte, ist ja schon tot. Ich habe nur noch einmal auf den geschossen. Ja, ich kann irgendwie nichts gegen die machen. Die nehmen am Kopf keinen Schaden mehr. Was zum Teufel? Ja, jetzt benutzt da dein Dings hier, dein, wie heißt das? Dein aufladebares Ding da. Ja, kann ich machen, aber dann kann ich immer nur einen erledigen. Ne? Also, das, okay, ich sehe was. Das ist ein. Das sollte hier nicht sein, das ist ein Error. Ja. Fehler im Spielcode. Das sollte eigentlich nicht hier sein, also. Boah, ich habe keine Raketen mehr. Warte, ich schieße. Oh Gott, oh, hier sind voll viele Löcher, sehe ich gerade. Verdammt. Ah. Oh, warum mir so viele Gegner kommen? Ich habe daneben gehauen. Gott, ey. Oh mein Gott, ich treffe hier nichts. Aber. Okay. Oder okay, sind das vielleicht, weil das diese dicken. Okay, mein Ding. Artillerie-Spucker sind, das kann auch sein. Weiß ich nicht. Also normalerweise kann man die in den Kopf abknallen. Hört er dir? Also. Oh Gott. Ja, das ist das Problem, ich kann nichts gegen die machen, jetzt, ey. Dann schießt er die in die Wampe. So, jetzt noch mal langsam hier weiter. Ja, da ist er gleich. Mein Gott, ich kann die auch nicht. Ja. Die sind jetzt irgendwie am Kopf gepanzert, ey. Ich meine, die Kleinen, die kann ich auch schon nicht treffen. Wo waren die schon immer gepanzert? Die Kleine sind nicht, ganz Kleine, die sind nicht gepanzert. Wir benötigen ein Geschütz. So, wo schießen die manchmal hin? Weil nicht, vielleicht schießen die random oder so. So, mein Gott. Ich sehe manchmal nur deren Schüsse, aber ich sehe die Gegner von denen nicht. So. Nö, nicht wirklich. So, hier ist ein Schalter. Wir haben auch die Orbitalschienenkanone, dürfen wir nicht vergessen. Oh, da ist ein Titan. Hat er uns gesehen? Nee, der geht woanders hin. Also.
Dann lass den woanders hinlaufen. War aber geduckt. Vielleicht sieht er mich da nicht. Ja, mit der Schienenkanone kann man den eigentlich one-shotten, aber mit zwei Schienenkanonen kriegt man den. Na, wenn er näher kommt, können wir ja versuchen. So, was müssen wir denn hier machen? Energieregeneratoren. Der dauert noch, der ist ja am Laden. Oh ja. Noch 30 Minuten für die Mission. Ja, wir machen ja schon. Markiere Karte, südöstlich, weit weg. Ja, wir müssen zum Glück in die andere Richtung. So. Okay, weg her. Was schießt da hinten? Dein Geschütz schießt da. Was, immer noch? So, er hat ja, er spawnt ja nicht weg, wenn er nicht schießt. Er spawnt nur weg, wenn er keine Munition mehr hat. Mein, irgendwann läuft er aber auch ab. Ich glaube nicht, dass er einen Timer hat. Mein Mac steht immer noch da. Ja, da haut ja keiner mit ab, ne? Oh mein Gott. Insekten in Meckers. Ja, ne? Ja. Oh Gott, was ist da hinten? Was sind halt hier für ein Schlachtfeld? Was? Was ist denn da passiert? Alles klar. Ja, ich war in so einem Dornbusch und ich kam nicht mehr da raus. Der hat mich gekillt. Noch ein Ich konnte da nicht mehr raus. Hervorragend. Auch nicht schlecht. Dein Rover ist ja nur am Kreisen. Okay. Der kreist aber bei mir noch nicht. Alles klar. Das war extrem merkwürdig. Vielleicht bist du allergisch auf diese Pflanzen gewesen. Ja, ich konnte nicht da raus. Ich habe versucht zu diven, das ging auch nicht. Auch nicht schlecht. Ja, das Spiel wird nie langweilig. Findest du immer neue Sachen. Ja, irgendwie schon, ne? So. Bugdurchbruch. Was? Wo? Ja, meine Drohne hat jemand angegriffen. Warte mal, was leuchtet da hinten? Bugtunneldurchbruch. Okay, ich dachte, es ist ein Nest oder so. Ist nur ein Stumpf. Was hat das? Nee. Aber das ist irgendwas anderes. Ja, das ist ein Stumpf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier war der Sporenspeier. Da sind mir ein paar zu viele Gegner. Da waren sie weg. Genau, das hier sieht so verdächtig aus. Und das hat hier. Ne, verdammt. Das ist immer nur so ein Felsen. Also, was hier? Oh Gott, ich wäre beinahe in das Loch da reingefallen, ey. Ne. Doch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, viele Gegner. Oh Gott, ich bin auch in ein Loch reingefallen. Das ist jetzt gerade ganz schlecht, ich kann nicht schießen, wenn du da stehst. Alle Bocklöcher, was? Oh Gott, ich brauch. Werfe Vorratsmarke. Und schießt mein Geschütz denn da noch? Weiß ich nicht. Oh, da ist so ein. Aua, so ein Spucker. Der Spucker da hinten kaputt. Also Vorräte eingesammelt? Naja.
Ihr seid nur zwei, okay. Wollte schon sagen. So ist er nicht hier als Story. Er ist gar nicht ab Missionsziel hier. Ja, wir sind schon hier beim Missionsziel. Wir müssen noch ein bisschen weiter. Lass mich durch. Fettes Ding. In die Richtung, genau. So. Kann meine linke Hand bitte nicht einschlafen gerade? Oh, da ist eine Höllenbombe neben uns. Ich weiß nicht, warum bei so viel Action dir irgendwas einschläft dann, oder? Die Freiheit ist wieder startklar. Hat was gefunden! Ich habe irgendwie das Gefühl, weiß nicht, die Seite mit den Anzügen, die hat komplett die Verbindung zu Disney gekappt hier. Die was? Die Seite für die Anzüge hat die Verbindung zu Disney also gekappt. Also. Hab ich das Gefühl. Boah, der hält so viel aus. Au. Ja, der hat mich gekillt, als er explodiert ist. Ah, Entschuldigung. Oh Mann. Ich meine, die haben ja gar keine Disney-Sachen mehr, auch von Marvel haben die nichts mehr. Die Demokratie ist gelandet. Aber die gibt's auch noch irgendwo anders. Ich hab den Star Wars Anzug irgendwo letztens gefunden. Ja, bei Zalando haben die halt auch aus irgendeinem Grund. Oh, weiß ich nicht. Gibt's jedenfalls noch irgendwo da draußen. Ne? Ja, getroffen, Ziel erreicht. Da ist schon wieder eine Höhenbombe. Magazin leer. Und der ruft Verstärkung. Aber so stark. Wo sind die blöden Starkcodes hier? Da, aua! Oh, da ist ein, das ist nicht gut. Da ist ein Fehler. Ah! Nein, nicht diese Würfelfischer. Dann müsst ihr ihn töten. Okay, das Ding hat gar nichts gemacht, was ich gerade geworfen habe. Jetzt ist er tot. Der One-Shotten tut das dir nicht, Daniel. Das kann er nicht One-Shotten. Das sah gar nicht aus, als hätte er irgendwie Schaden gemacht, ehrlich gesagt. Aua. Ich kann schon auf Bäumen. Da hinten schießt aber noch einer. Ja, da sind zwei Stück, die schießen. Aber geh weg von hinten. Ich hab die schon wieder explodieren. Wo sind sie? Startcodes beschaffen. Ach, die sind wahrscheinlich da unten, ne? Oh Gott. Ich brauche wieder. Da. Okay, ich wollte schon sagen. Spawn die Dinger gefälligst. Okay, hier sind sie. Ja, dann müssen wir zur Rakete. So, habe ich die Startcodes jetzt? Muss ich jetzt schleppen? Nee, ne? Nö, das wäre was ganz Neues. Ha! Geh weg! Verletzung? Was für eine Verletzung? Magazin leer! Aha. Da oben ist so ein kleiner. Ja. Okay, ihr siehst aber auch wieder echt nichts, ne? Ja, ich weiß, das ist scheiße auf der Karte. Ich höre zwar immer noch irgendwelche Viecher, aber ich habe jetzt keine Lust nach denen zu suchen, ey. Also so eine Schienenkanone, die kann einen Stürmer one-shotten, aber nicht so ein Fehler. Oh Gott, da sind voll viele von den Viechern. Aber gerade. Das ist schon wieder eine Höhlenbombe, Alter. Wie viele sind denn hier von dem Scheiß? Also, hier ist wieder ein Loch. Da ist ein Loch.
Spucker hinter dir, Daniel. Die Waffe, das ist noch eine Höllenbombe. Ja. Ja, ich bin extra an ihm vorbeigelaufen, weil ich keinen Bock auf die hatte. Ja, nein, boah! Was hast du gemacht? Meine Drohne hat die Höllenbombe angeschossen. Boah, was ist denn heute los, ey? Die wollte auf den Spucker schießen, dann, ja, hat die Höllenbombe aktiviert. Ich bin auch weggejumpt, aber das war ich zu nah dran, ey. Boah. Heute habe ich echt kein Glück, ey. Nee, irgendwie nicht. Hab ich jetzt alles, ja. Meine Fresse. Immer solche blöden Sachen, die einen umbringen heute, ey. Ja, und ich rede nur von dir, Daniel, keine Ahnung. Ja, ich wollte gerade sagen. Was meinst du mit wir? Wenn ich hier irgend so einen blöden Pilsner sehe, ne? Das ist, glaube ich, einfach, das ist nicht mal der, dieses Sporennebel, das ist einfach nur Nebel, generell, der gehört zum Planeten hier. Glaube ich auch. Weil das ist mehr, weiß es jetzt nicht das richtige Wort, aber das ist mehr durchsichtig als grün oder so. Der Spornnebel, der ist mehr so grünlich oder gelblich oder sowas. Ja, aber diese Fehler, die kann man eigentlich one-shotten, weiß ich nicht. Mit einer 500 Kilo Bombe oder mit einem Präzisionsschlag. Oh, der ist noch am Leben. Ja, da war eine Leiche. Wow. Der wollte gerade Verstärkung rufen, der Pisser. Da ist ein Stürmer. Nein. Oh Gott, fettes Viech. Oh Mann. Ich würde dir gerne helfen, Daniel, aber ich bin gerade ein bisschen beschäftigt. Ich spiele gerade fang mit dem Dicken. Ich auch. Ah. Scheiße. Wo seid ihr alle? Jetzt hab ich genau da, wo mein Geschütz steht. Boah, stimmt, da geht doch mal nicht drauf, Alter. Du bist... Meine Fresse. Jetzt ist er tot. Leck mich. Ah. Boah, jetzt geht er in die Leiche von dem rein. Oh mein Gott, warum krieg ich den nicht down? Ich bin tot. Aha. Haben die einen normalen Viecher jetzt gebufft oder was? Also nicht, nein. Ich hab nicht irgendwie mehr Probleme mit denen jetzt. Alle Bug schließen, haben wir doch. Hey, da ist noch eins. Ah, ich krieg das aus der Entfernung nicht. Aua, du blödes Viech. Das war's. Also meine Sachen. Ne? Oh, Leute, lasst mich in Ruhe. Okay. Das ist ein Titan. Der kommt auf uns zu. Na, ist ja klar. Boah, kann mal einer diese blöden Spucker jetzt hier kaputt machen? Meine Fresse, der geht mir auf den Sack. Er ist tot, der Titan. Okay. Der Spucker, der geht mir gerade hier voll auf den Sack. Ich krieg den nicht kaputt, ey. Aua. Oh Gott. Geh endlich drauf, du Mistvieh. Meine Fresse. Ja, da ist noch einer, aber... Oh, noch einer. Ich komm, geil. Boah, die kannst du nur von der Seite angreifen. Von hinten sind die auch gepanzert, ey. Boah. Meine Fresse, wäre das wieder ein Chaos. Markiere Karte, östlich, 200 Meter. Werfe Vorratsbacke! Ausrüstungspaket unterwegs. Da ist ein Sieb hier neben uns links. Ja, machen wir, glaube ich, nicht, ne? Wenn wir schon so weit hier entfernt sind.
vom Ende. Also nah. Wo ist das? Nur eine Farm. Nur eine Farm, ne? Okay. 15 Minuten nur noch. Boah. Ich habe keine Zeit mehr, für diesen blöden Stein hier zu suchen. Ja, den finden wir in dem Nebel sowieso nicht. Aber aua, was war das denn jetzt? Weiß ich nicht. Ich habe ein Fass oder so ist explodiert neben mir. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auf nichts geschossen. War nur so ein kleines Viech. Vor allem, wenn ich explodiert. Da kommt ja noch ein Stück. Nein, daneben. Oh Gott, da unten sind voll viele von diesen Viechern. Ja, wollte ich auch gerade machen. Ich gehe ans Terminal. Nein. Aua, 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 aua! Magazin leer! Aua! Ich glaube, aber meine Granate. Sorry. Naja. Aua, aua. Mann, immer so viel Schaden. Ich gehe zum High Ground. Ja, aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Oh Gott, oh Gott. Meine Feuerwerkskörper. So. 8 3 3 4. So, ja genau, die Dinger öffnen. Ah, Stürmer hier oben. Komm auf mich zu mit deinem Gesicht. Wo läufst du hin? Hallo? Oh Gott, ich bin hier tot. Ich habe gerade das Ding aufgemacht, da haben mich zwei voll gekotzt. Er schießt gerade auf mich. Ah, ah. Oh, 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 oh. Ah, schon jetzt in Nahen, die explodiert. Ah. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den letzten nur gekriegt habe. Oder nicht? Ich auch nicht. Bereit zu befreien. Okay. Das ist ein Stürmer. Ich gehe ans Terminal. Der lebt noch. Ja. Der noch. Ja, der andere ist auch vorhin irgendwie so da rumgelaufen. Der lebt immer noch. Boah. Mein Gott, das ist ja so ein Glitschen. Da hier unten sind die ganzen Gegner, aber die treffen uns nicht. Da! Ah, wird's mal fertig hier. 90. Das ist dann ja abgeprallt, das Ding, ey. Was ich geworfen hab. So.
Oh, ist der Weg. So. Okay. Mein Gott, ich habe sogar eine Taschenlampe hier dran, merke ich gerade. Ja, das wäre in der Tasche, was? Ich habe eine Taschenlampe an den Dingen dran. So, jetzt habe ich schon wieder eine Spitze. Boah. Also, kacke. Alter. So. Ja, Mann, wir müssen mal halt Richtung Ausgang. Aber hier nicht das Ding finden. Ist ein Weg. Also wir finden das nur auf dem Rückweg. Ja, da kann man nur hoffen, ne? Ist ja allgemein. Achso, ja, die Rakete. Ich verrate. Schwer zu erkennen, das ist eine ziemlich nicht erkennbare. Ja, hier gibt es ja nicht viele Felsen, ne? Ja. Da gibt es so viele anderes noch. Das ist es zum Beispiel nicht, dann, da brauchst du gar nicht hingehen. Das ist ein bisschen groß. Ja. Und das ist nicht rund. Bonk, 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 bonk. Aus dem Weg. So, irgendwas hängt schon wieder. So ein blödes Insekt hängt mir schon wieder am Schuh. Bei mir ist nicht bei dir. Ne. Ah, hier ist eine Garage, ich mach die mal eben auf. Ja. Naja, die machen ein Remake von One Piece, ne, vom Anime, ne? Ja, hab ich gehört. Gesundheit. No, wie soll denn das funktionieren, ey? Ist das nur so ein kleines. Ich habe gehört, da sind nur irgendwie so die notwendigsten Sachen drin oder so. Ja, kann gut sein, ne? Man laufen drei verschiedene One Piece Produktionen auf einmal. Ja. Einmal der Real Life Verfilmung, ein Original und das noch. Ob das gut geht. Oh mein Gott. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich gehe weiter. Ja, ich auch. Ich habe da nur bei ihm mal reingeschmissen. Schau mich noch mal ein bisschen hier in die Umgebung um. Vielleicht haben wir Glück. Versucht das auch. Hier siehst ja nichts. Hier siehst gar nichts. Hier ist schon wieder eine Höllenbombe. Wenn da so viele Höllenbomben sind, warum sind dann hier noch so viele Insekten? Die ganzen Bäume mit meinen Dingen hier weg. Oh, hier ist ein Nest oder so. Ne, ein Sporn, doch so ein Piss. Ja, was das? Oh, blödes Viech. Jetzt kann man wenigstens was sehen. Ja, ich sehe den, also den Nebel ist immer noch da, also. Naja, ich kann jetzt viel besser sehen. Ja, ja, das schon, ne? Nur 10 Minuten bevor wir gehen, bringt das jetzt auch nichts mehr, leider. Schon die ganzen Bäume hier aus dem Weg mal. Aber sieht nicht so gut aus. Der auch nicht wirklich weit. Ich hab hier, ich bin, boah, fuck, ich glaube, ich bin tot. Nein. Ich hab noch geschafft. Ich werde hier gerade von allen Seiten bespuckt. Ah, oh, dafür gibt es bestimmt einen Fetisch irgendwo. Na, ich bin schon mal bei der Evakuierung. Hier sind auch Gegner natürlich. Was für eine beschissene Evakuierung.
Also die schießen ja. Ist doch aus dem Weg. Ja, wo sind diese Spucker? Da. Ja, ich kann nichts machen gegen den aus der Entfernung. Ah, ich glaube, wir sind beide weg. Kannst du schon mal Ding rufen, wenn du willst. Okay. Mein Gott, ist ein komplizierter Code, leck mich. Na gut. Müssen wir uns mit der Mission hier vergnügen. Wir haben noch, andere Dinger hier gesammelt, andere Proben. Ja, hoffentlich kriegen wir die auch hier weg, ey. Geht doch da hoch, warum kann ich da nicht rauf, Leute? Ups, jetzt habe ich die Wand kaputt gemacht. So. Nein, komm natürlich von der anderen Seite. Ja, da ganz hinten kommt Titan. Okay. Und hier sind sie wieder am Spucken. Boah. Boah. Ich bin echt scheiße im Tippen von diesem Kacke. Boah. Die Freiheit ruht niemals. Ich wollte gerade die Schienenkanone machen. Sterb. Sterb. Ich habe keine Raketen mehr. Nein. Na gut. Scheiße, den Tippen von dem Kack, der gibt es gar nicht, ey. Irgendwie steht er bei mir noch. Ja, die Leiche, die geht jetzt in den Boden. Ja. Diddle. Manchmal, wenn die sterben, machen die Animation nicht und bleiben einfach stehen, ey. Ja. Da Gott, der lebt ja immer noch. Was ist der Spucker? Bist du hier, Spucker, der uns die ganze Zeit anspuckt? Ja, bist du. Du bist tot. Ja, Gott. Boah, wie viel hält der denn aus? Ich hab fast mein ganzes Magazin hier reingeballert. Ah, oh Gott. Boah, ich bin eine Sekunde aus meinem blöden Ding draußen, ey. Boah. Na, ob das hier klappt. Aber nicht so viel auf einmal spucken, wenn es geht. Es geht nicht schon in Nahkampf mit mir, ey. Respektlos. Aber ich werde ja von alles angespuckt. Also. Alter. Nein, ich schon wieder. Oh, nein. Jetzt laufe ich hier wieder rum. Nein. Oh. Düft. Aua. Das sieht so witzig aus. Wie so in. Da ist noch nicht mal Third Person Version. Perspektive. Das ist irgendwie so, so eine sehr komische Perspektive. Wie ich mich im Hintergrund so bewege. Na gut, egal. Wir haben sowieso nicht die super Proben bekommen. Macht jetzt auch nicht mehr. Ja, die anderen Proben brauchen wir eigentlich auch, ne? Ja, okay. 5-5. Was soll's? Reicht schon. So. Hast du mehr Erfahrungspunkte gehabt als ich? Ja. Ach ja, du hast ja mal so eine Mission irgendwie offscreen gemacht, ne? Für den Achievement. Ja. Ich hab die eigentlich abgebrochen, aber. Ja. Nein. Jetzt muss ich auch eine Mission auf Screen machen. Das war eine Level 1 Mission. Ich habe jetzt nicht einen Berg von, weiß ich nicht, Erfahrungspunkten bekommen. Ne? Also. So. Mission abgeschlossen, Herr O'Diver. Dann machen wir noch die eine Mission hier mit dem 15 Minuten, wo wir wieder Gegner erledigen müssen. Terminiden-Schwarm ausschalten, ja. Ja, warte mal, da kann man ja einen Erfolg machen auf Stufe 6, ne?
Was denn? Okay. Darüber geredet. Du musst eine Mission auf Stufe 6 abschalten, ohne deine Primärwaffe oder deine Supportwaffe abzufeuern. Ja. Okay. Also ich laufe sowieso nur herum und werf Geschütze um mich. Ja, ja. Die Mission ist ja perfekt dafür geeignet, ne? Na gut, versuchen wir mal. Also ich werde es mal versuchen. Ja, denk daran, du wirst ja keine Supportwaffe rufen, nehme ich mal an. Aber darfst du nicht mit deiner Primärwaffe schießen? Nein, ich werde nur meine Geschütze rufen und dann durch die Gegend rennen wie ein Blöder. Alles klar. So, was nehme ich denn dann alles? Was haben wir denn hier? Verletzungen standzuhalten. Ich habe gar keine Geschütze, sehr gut. Wow. Okay, Platzoptimierung brauche ich eigentlich nicht, ne? Obwohl Spritzen. Ja, ja, damit wir maximale Menge an Spritzen und Granaten haben. Ja, ja. So, das tötet sehr viele. Das ändert irgendwie nichts an meiner normalen Strategie bei solchen Art Missionen. Ich werfe einfach nur meine. Ja, okay, du kannst die ganze Zeit Dings werfen, ne? Hier, Orbitalangriff und all sowas, ne? Ist dann natürlich auch eine Idee. Ziel, aber darfst nicht mit deiner Primärwaffe und deiner Supportwaffe, die du gerufen hast, schießen. Nee, ja. Mit deiner Zweitwaffe kannst du zum Beispiel schießen. Ja. Da darfst du zum Beispiel mit schießen. Versuchen wir mal. Wenn wir nicht schaffen, ist jetzt auch nicht so schlimm, ne? Nicht wirklich, aber wäre cool. Dann, dann verlieren wir halt nur die Proben, ja. Die normalen Proben, wir kriegen sowieso keine Superproben, ne? Ja, hier nicht, ne? Boah, warte mal. Wenn mach ich denn dann mal am besten, Warte mal, was ich auch nehmen könnte. Ich könnte den Superorbitalschlag machen. Den 500. Was den, ist denn das, ein Superorbitalschlag? Den 380er, ja. Ich dem. Kann schon sagen, was ist das denn hier? Na, na gut. Okay, ohne Waffen. Kein Ding. Ja, ich werde es versuchen. Mal sehen, ne? Ich weiß nicht, ob das hier, wenn ich die ganze Zeit nicht meine Waffe benutze und das abschieße, aber du irgendwie halt machst, das zählt. Ja, das zählt nicht. Also du kriegst dann die Trophäe, aber ich wahrscheinlich nicht. Ja. Das ist jetzt wahrscheinlich blöd, weil ich gar keine Geschütze habe. Ich hätte mir welche holen sollen. Ja, wir wollen noch eine Chance haben. Mal sehen, ey. Ich habe nämlich nur Strikes hier. Und das ist... So, weg damit. So, weg. Damit dann einfach nur rennen wie ein Blöder und heilen. Fängt schon mal gut an. Geht weg. Und dann habe ich mal ein genau in der Mitte. Ja, vielleicht nicht da, aber okay. Und dann müssen wir einfach nur rennen hier. Also weg. Aua. Geh aus dem Weg. Boah, ich bin tot. Nein. Ich konnte mich nicht mehr heilen, die haben mich kaputt gehauen. Nahkampfangriff darfst du einsetzen, oder? Ja, ja, Nahkampf, ja. Nur nicht mit deiner Primärwaffe halt, ne? Also du darfst nicht schießen, das ist alles. Ja. Okay. Weg, weg. Ja. Stürmer, komm, aus dem Weg. Ja, vor dem muss er einfach nur wegrennen. Ich habe keine, ich werde auch gleich sterben. Ich werde jetzt auch sterben. Ich gehe genau da rein. War genau da drin. So. Ich muss warten, bis meine Geschütze wieder respawnen. Ey. So, jetzt kommt eins. Ja. Gut, ich bin hier oben gelandet, das ist sehr gut. Oh mein Gott, hier sind drei Stürmer bei mir. Leck mich! Wir benötigen ein Geschütz! Wo bin ich nicht? Also das war eine Streubombe. Das wollte ich nicht.
Ah, das sind die da. Alles klar. Siehst du das hier? Ich sehe, dass du da oben bist und da ist ein Titan, ja. Da sind drei Stürmer da unten. Na gut, lenk die ab. Dann kommen die Medien nicht auf mich los. Aua! Da kam ein Tentakel aus dem Boden. Der hat mir wieder alle meine Sachen hier verwundet. Oh. Daniel, das war, warum passiert das immer dir eben? Das war gerade übelst heftig. Also okay, ich bin gerade direkt in den Stürmer gelandet. Hervorragend. Ja, bitte geschützt. Nein. Da ist nicht viel mit wegrennen, wenn dir mehrere Stürmer hinterher in der Backe kleben. Ey. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, wir werden vorher die Leben ausgehen. Ey. Oh Gott. Es besteht noch Hoffnung. Ich hab doch gerade. Hast du das vielleicht außerhalb der Karte geworfen? Ja, das kann sein. Ja. Ich versuch mal, ich hab dich auf den Typen geworfen. Mach den fertig. Ein weiterer Kill. Aus dem Weg! Nein, lass mich mal ein Geschütz oder irgendwie sowas passieren. Ja, ich glaube, das schaffen wir nicht. Oh, da kommt wieder ein Tentakel, glaube ich. Nein, ich wollte mich nicht heilen. Oh, da ist ein Titan. Ich gehe mal einen anderen Weg. Ah, Tentakel. Och, nö. Ja, 50% haben wir. Gott. Okay, das war eine ganz blöde Idee, hier runterzukommen. Ich bin hier sogar von tot schon wieder. Wir benötigen ein Geschütz. Gott. Ah, oh Gott, da gehe ich nicht lang. Was? Nein. Wir haben 69. Oh, da geht doch noch. Na, warte, ihr werdet mich vielleicht erledigen, aber ich hinterlasse euch noch ein Geschenk. Das wird voll blöde platziert, aber was soll man machen, ne? Ich habe keine. Aua! Boah, ich bin so schlecht im Eingeben von den Pfeiltasten. Nein, lass mich heilen. Ich hab grad einen Vorrat da aufgesammelt. Aus der Weg. Ich box mich hier durch die Mengen. Das ist wie auf der Gamescom. So, ich glaube, ich habe gerade eine Waffe von dir aufgesammelt. In der ganzen Hektik hier. Hallo, also, komm, das schaffen wir noch. 17%. Boah, ich will doch gar nicht schießen. Ich finde die ganze Zeit überall von dir Waffen. Ja toll, ich stirb ja auch hier die ganze Zeit, Mann. Au! Oh Gott! Da hat mich ein Stürmer voll gerammt ins Gesicht. Komm, die 17 Dinger, die schaffen wir auch noch irgendwie. Bin tot. So, da guck mal, wie viel du jetzt gerade erledigt hast damit. Ja, ich hab noch eine Streubombe da reingeschmissen. Aber wir müssen auch irgendwie hier evakuieren, ne? Also. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Wir haben nicht mehr genug Leben, Alter. So. Warum kann ich für dich. Bist du schon wieder. Ach, du bist schon wieder gespawnt. Ich bin auch gestorben. Also. Ja, ich bin hier sowas von tot, Daniel. Ich hab hier wieder die Hölle auf Erden hinter mir. Hervorragend. Ah, der Säure-Titan hat mich ehrlich. Nein. Komm schon. No! Oh Gott. Ich muss nur ein bisschen überleben. Komm. Aber das schaffen wir. Ja, wir müssen ja irgendwie auch wegkommen, ne? Ja. Ja, Shuttle ist schon da. Ich bin direkt beim. Scheiß auf die Proben, geh da rein. Ja. Geht mir aus dem Weg, geht mir aus dem Weg. Ich bin drin. Oh Gott. Also wieder rein. Wir Evakuierung 4 geschlagen. Was? Ich bin da reingegangen.
Okay, ich auch. Pass auf. Bei mir steht aber Evakuierung 4 geschlagen. Ich sehe es, du bist eine Schande. Bin auch da reingegangen, Mann. Oh. Okay. Ja, das war aber knapp. Ja. Aber nichts und 4 Sterne auch noch. Na klar. Ich hab halt alles eingesetzt für Flächenvernichtung. Alter, ich war auf so einem hohen Scheißberg und war von allem umzingelt. Da unten waren so viele kleine Gegner, 3 Stürmer und ein Titan, der versucht hat, mich da runterzukicken. Ja, ich habe den Titan gesehen. Da waren noch 3 Stürmer da unten, die haben die ganze Zeit das Ding da unten gerammt. Ich hab da nur 500 Kilobombe reingejagt, ey. Erst habe ich zuerst die falsche Bombe da reingejagt, eine Streubombe, das hat nicht so viel gebracht. Ja doch, einmal als sie geworfen hast, hast du irgendwie 5% erledigt damit. Ja. So, was brauche ich denn jetzt hier noch? Gar nichts, ne? Brandschutzoffizier, ach, das ist ein Titel. Ja, das ist ein Titel. Das heißt, du gehörst zur Feuerwehr. Tue ich mir denn noch von den ganzen Medaillen. Ich habe nur 15, aber schon mal gucken. Die Explosionskriegsanleihe hatte ich da auch noch, ne? Ja. Ja, hier die Übercreates kann ich mir holen. Dann habe ich beispielsweise schon wieder 2000. Ich würde mir eigentlich noch eine holen. Ich weiß nur nicht welche. Buschmecker. Wurfmesser. Da kann ich dir jetzt schon ab von diesen scheiß Wurfmessern, Alter.